Tobias ist wieder auf Entdeckungsreise und ist beeindruckt von dem Hightech-Roboter, der Parksysteme baut. Ihr wollt ein Haus bauen und wisst schon, wie es aussehen soll? Dann seid ihr bereit für den nächsten Schritt, die Preisverhandlung. Dr. Haus hat dazu wichtige Tipps. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Auch wenn es gerade so aussieht, wie wenn wir hier einen Eisenbahnwaggon bauen, so ist es aber nicht, sondern bei uns geht es heute schwerpunktmäßig um Parksysteme. Das heißt, für alle, die vielleicht Frust haben, weil sie ab und zu länger nach einem Parkplatz suchen und ein eigenes Haus haben, für die haben wir vielleicht heute eine richtig coole Lösung. Ja, was für verschiedene Parksysteme es überhaupt gibt, wie diese entstehen und wie auch Beispiele aussehen, die eingebaut sind, das schauen wir uns jetzt an. Wer kennt sie nicht, die verzweifelte Suche nach einem Parkplatz? In Großstädten, aber auch in kleineren Gemeinden und Neubaugebieten gehört die Suche nach einer Parkmöglichkeit inzwischen schon zum Alltag. Das ist nicht nur nervend, sondern kostet auch unbezahlbare Lebzeit und Zeit mit den Liebsten. Doch wo es Herausforderungen gibt, da gibt es auch immer Lösungen. So auch beim Parkraum. Egal mit Unterflursystemen für kleinere Grundstücke, Einzelgaragen, in die gleich zwei Autos passen oder Parksysteme in Tiefgaragen. Alle haben ein Ziel. Mehr Platz auf kleinem Raum zu schaffen. Die Bezeichnungen Duplexparker, Doppelparker, Multiparker und Unterflursystem. Ja, Frau Gurski, schön, dass Sie die Zeit nehmen. Gerne. Jetzt müssen Sie mir mal den Unterschied erklären zwischen Duplexparker, Doppelparker, Multiparker, Unterflursystem. Also die Doppelparker und die Duplexparker, die sind eigentlich ein und dasselbe. Das ist ein Parksystem mit einer Grube, wo man bis zu zwei Autos übereinander abstellen kann. Und die Multiparker ist eigentlich ein Synonym für Parksysteme. Und die Unterflur, das ist ein Parksystem, da verschwinden bis zu drei Autos in der Erde. Völlig unsichtbar. Woher kommt das jetzt alles? Ich glaube, ich habe mal so gehört, aus Amerika, da wurden sogar früher noch irgendwas mit Pferden gezogen, kann das sein? Ja, da gab es in den 30er Jahren ein sogenanntes Paternoster-System. Ich glaube, es war in Chicago. Aber die eigentliche Entwicklung, die war in Deutschland Ende der 50er Jahre. Klaus Multiparking war auch einer der Pioniere. Und der Grund war die steigenden Kfz-Zulassungen und natürlich der Parkplatz, der gefehlt hat. Also mich interessiert ja, wie das Ganze hergestellt wird. Jetzt habe ich vorher noch eine Frage. Ich habe letztes Jahr auf der Bau in München ein System gesehen. Da hat man ein Auto abgestellt. Alles klar. Und dann wurde das irgendwo hingefahren. Und als er wieder zurückkam, hat er gesagt, ich hätte mein Auto gerne wieder ins Kam aus dem Gebäude raus. Ja. Was ist das? Das ist ein sogenanntes vollautomatisches Parksystem. Da stelle ich mein Auto in eine sogenannte Übergabekabine ab. Und dann nimmt das vollautomatische Parksystem dieses Auto auf und parkt es an einen freien Platz. Moderne Parksysteme bieten sowohl für Bauherren als auch für die Bewohner und Gäste viele Vorteile. Aber nur solange alles ohne Probleme funktioniert. Entwickelt, produziert und gebaut werden die Systeme für den weltweiten Einsatz in Aitrach im Allgäu. Von Beginn an stehen bei der Planung die Kundenwünsche im Mittelpunkt. Duplexparker, Doppelparker, Multiparker und Unterflursystem, alles entsteht im beschaulichen Aitrach. Wie ist das jetzt mit der Produktion? Wo beginnt die? In welche Materialien werden verwendet? Die eigentliche Produktion beginnt schon mit der Konfiguration des Parksystems, was unsere Techniker machen, und geht dann über die Arbeitsvorbereitung direkt in den Fertigungsprozess. Die Materialien, die wir verwenden, sind im Wesentlichen Stahlteile, aber auch Hydraulikaggregate, Hydraulikzylinder, Bedienelemente, elektrische Teile, Kleinteile. Also alles, was man braucht, um das Thema genau zu laufen zu kriegen. Jetzt kommen wir in einen anderen Bereich der Produktion. Wie läuft das jetzt ab? Wie sind jetzt hier die Produktionsschritte? Also wir verlassen jetzt im Moment die Blechfertigung. Dort wird gelasert, gebogen, zugeschnitten. Und jetzt kommen wir in die sogenannte mechanische Fertigung. Hier sind die ganzen Schweißplätze. Sieht man auch, wo er durchschaut, ja. Schweißplätze und Schweißroboter. Es geht dann zur Veredelung des Materials und zur Montage. Und dann direkt zum Kommissionieren in die Logistik, zum Versenden. Jetzt haben wir schon ein paar Systeme auch in den Beiträgen gesehen. Wie individuell kann ich jetzt überhaupt so ein System für mich konfigurieren? Oder ist doch vieles einfach Standard? Also man kann sehr individuell konfigurieren.
zum Beispiel in der Größe, Länge, Breite, Höhe, Tiefe oder auch im Automatisierungsgrad des Parksystems, halbautomatisch, vollautomatisch. Man kann in den Materialien sehr variabel wählen, Alu, Feuerverzink, auch in der Form, wenn ich zum Beispiel die Befahrbarkeit etwas komfortabler gestalten möchte. Und Farben sind natürlich auch möglich. Wie lange dauert es jetzt von der ersten Planung? Also wenn jetzt heute jemand kommt und sagt, hey, ich hätte gern so ein System, welches auch immer, es muss ja geplant werden bis hinten, bis es einsatzbereit ist. Ja. Wahrscheinlich keine 3 Tage, sondern nein, Jahre, also, oder? Es dauert im Durchschnitt 6 bis 12 Monate, aber das ist kundenseitig, weil die Baustellen müssen ja entsprechend vorbereitet sein. Wir könnten das Ganze in 3 bis 4 Monaten von der Planung über die Montage bis zur Fertigung durchschleusen. Geben Sie abschließend mal noch 3 Tipps, wenn ich mich für ein System interessiere. Was sind die 3 wichtigsten Punkte? Also es gibt eigentlich nur einen wichtigen Tipp und der lautet, der Interessent sollte so früh wie möglich zu uns kommen, weil wir dann fachlich in der Planungsphase schon mithelfen können. Und der Vorteil daraus ist dann, dass man Kosten sparen kann, was später dann vielleicht zu spät ist. Frau Gurski, vielen Dank für die ganzen Infos und die Führung hier durch die heiligen Hallen. Ich danke Ihnen auch. Liebe Zuschauer, bei uns geht es gleich weiter mit Tobias Entdeckt. Dann zeigen wir Ihnen nämlich auch, wie ein Unterflursystem funktioniert, wie das aussieht. Und jetzt gibt es erst eine neue Folge von Dr. Haus und da geht es heute um die Preisverhandlungen, wenn Sie ein Haus kaufen wollen. Hausbau kann sehr teuer werden. Da macht es dann doppelt Spaß, wenn es in die Preisverhandlung reingeht. Hier hat man als Bauer immer noch die Chance, ein bisschen die Kosten zu reduzieren. Und da möchte ich Ihnen ein paar Tipps geben, wie man am besten vorgeht. Erstmal verrate ich Ihnen, was man auf gar keinen Fall machen sollte. Gehen Sie niemals in ein Musterhaus oder in einen Musterhauspark und erzählen Sie den Verkäufern, ich unterschreibe nur, wenn ich 10% bekomme. Warum? Sie haben ja jetzt dem Verkäufer schon verraten, was er tun muss, damit Sie unterschreiben. Er muss Ihnen 10% Nachlass geben. Da Sie ja vorhin noch gar nicht wissen können, was Ihr Haus kostet, da es ja erst noch geplant werden muss, ist es so, dass Sie am Ende dann wahrscheinlich genauso viel bezahlen wie alle anderen Bauherren auch, weil das eben kalkulatorisch schon berücksichtigt wurde. Ich würde also, wenn ich Sie wäre, erstmal das Thema Preis gar nicht ansprechen, sondern ich würde mir das Haus planen lassen, würde es dann anbieten lassen, würde es mit anderen Herstellern vergleichen und gucken, wer hat ein ganz gutes Angebot und würde dann mit den Top 2 der 3 Herstellern, die übrig bleiben, in die Preisverhandlung einsteigen. Und hier ist es dann wichtig, nicht einfach einen Prozentsatz zu fordern, also einen Cash-Rabatt, sondern am besten verhandeln Sie auf Naturalien. Warum ist das so? Wenn Sie einen Cash-Rabatt haben möchten, knabbert das ja später an der Marge des Hausanbieters. Das heißt, das macht er nicht so gerne. Es gibt aber gewisse Dinge, die Sie für Ihr Baufarben vielleicht sowieso gerne hätten, also Jalousien oder Rollläden oder einen schönen Parkettboden. Und wenn Sie jetzt hingehen und verhandeln auf Naturalien, hat das einen riesen Vorteil für den Hausanbieter. Wenn in Ihrem Angebot drinsteht, dass der Parkettboden zum Beispiel 10.000 Euro kostet, kostet das den Hausanbieter ja nicht 10.000 Euro, sondern er kauft diesen Boden wahrscheinlich für ein Viertel des Preises ein und braucht nochmal 1.000 oder 2.000 Euro für die Verlegung. Das heißt, beide können gewinnen und beide sparen. Der Hausanbieter gibt Ihnen einen Naturalrabatt, der für Sie größer wirkt, weil Sie es unbedingt haben möchten. Ihn trifft es kaufmännisch aber nicht so hart, weil es halt nicht so viel von seiner Marge abknabbert wie ein richtiger Cash-Rabatt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, Sie sollten Dinge finden im Angebot oder während des Bauprozesses, die wichtig sind für den Hausanbieter. Sie könnten zum Beispiel Ihr Haus als Referenzobjekt zur Verfügung stellen. Das heißt, der Hausverkäufer darf zum Beispiel mit seinen beiden besten Kunden, die kurz vor Abschluss stehen, was ja vielleicht auch 500.000 oder 1 Million Euro Umsatz bedeuten könnte, Ihr Bauvorhaben besuchen und kann zeigen, wie toll und sauber die Hausbaufirma baut. Das hat ja einen gewissen Wert und den können Sie beziffern. Und der nächste Punkt ist, Ihr Haus macht vielleicht auch optisch einen guten Eindruck. Sie können ja der Hausbaufirma erlauben, dass Sie Ihr Haus abfotografieren oder ein kleines Präsentationsvideo drehen. Natürlich anonym und ohne Hinweis auf Bauherrn oder den Bauort. Auch das hat einen Wert für die Hausbaufirma und spielt Ihnen vielleicht bei der Preisverhandlung auch in die Karten. Viel Erfolg! Lieber Tobias, vielen herzlichen Dank für die tollen Tipps. Ja, wir machen jetzt eine ganz kurze Pause, sehen uns gleich wieder. Dann zeigen wir euch, wie die Parksysteme eingebaut aussehen und welche Möglichkeiten es auch für die privaten Häuslebauer gibt. Bis gleich. Ja, willkommen zurück bei Bauen und Wohnen. So müssen sich Rockstars fühlen, wenn sie auf die Bühne hochgefahren werden. Bei uns geht es heute aber um Parksysteme und was da alles möglich ist, vor allem auch im privaten Bereich.
Das wollen wir euch jetzt zeigen. Viele von uns kennen die Parksysteme aus dem Haus, wo sie wohnen, oder aus Parkhäusern. Doppelparker, Parkplatzlösungen, bei denen zwei oder mehr Autos übereinander stehen. In Lindau am Bodensee wurden neue Parkplätze mit System gebaut. Auch hier sind Parkplätze Mangelware und das Hotel will seinen Gästen schon die Ankunft so angenehm wie möglich gestalten. Herr Nietzsche, jetzt haben Sie hier eine ganz neue Anlage. Was ist eigentlich die Geschichte von diesem Haus? Weil das sieht ja alles ganz neu aus. Andere würden hier sofort einziehen. Ja, wir hatten hier früher, war hier eine Werbeagentur implementiert. Danach haben wir das umgebaut zu einer Mitarbeiterunterkunft und konnten dann doch, was sehr problematisch war, eine Abrissgenehmigung erwirken und haben uns dazu entschieden, ein Parkhaus zu bauen. Rechnet sich der ganze Invest jetzt für Sie und die Gäste? Nein, das rechnet sich im ersten Moment nicht. Das rechnet sich im Lauf der nächsten Generation. Aber in einem Hotel gibt es so viele Sachen, die sich nicht rechnet. Von der Sauna angefangen bis zu einer Spülmaschine. Das müssen Sie im großen ganzen Kontext sehen und dann passt es schon. Wenn Sie jetzt selbst im Auto reinfahren, was ist das für ein Gefühl? Wenn da auf einmal die Garage und das Auto aus dem Boden kommt. Ein tolles Gefühl, aber ich fahre hier selber nicht rein. Aber sage ich mal, von unseren Gästen wird es ganz toll angenommen. Und wir haben das auch besonders gebaut mit speziellen Bodenbelägen. Dekorationen, Licht etc. pp., weil unser Anspruch war, dass das die Visitenkarte unseres Hauses ist. Der Gast reist an und hat in der Hoffnung ein erstes Aha-Erlebnis. Das ist für uns wichtig. Doch nicht nur in Großstädten und in Mehrfamilienhäusern sind Parkplätze knapp. Auch bei Einfamilienhäusern ist Platz inzwischen Mangelware. Zum einen werden wir alle immer mobiler, auf der anderen Seite werden die Grundstücke in Neubaugebieten immer kleiner. Und für Garage und Stellplatz will keiner viel Platz vom schönen Garten opfern. Doch auch hier gibt es spannende Lösungen, die viel Platz schaffen. Herr Röllig, jetzt haben wir hier ein Unterflursystem. Können Sie uns mal erklären, was ist genau ein Unterflursystem? Ein Unterflursystem ist genau das, was Sie jetzt hier sehen. Im eingefahrenen Zustand ein ebener Deckel. Und wenn es ausgefahren ist, haben Sie einen komfortablen Stellplatz drunter. Muss das jetzt immer Indoor sein oder kann das auch Outdoor sein? Das System kann, in dem Fall ist es jetzt natürlich die Luxuslösung, wenn es Indoor ist. Mhm. Das ist aber für den Außenbereich auch geeignet. Wie viele Autos kriege ich da jetzt rein? Ich glaube, hier ist es eins. Hier ist es jetzt eine sogenannte U10, Multibase U10 Anlage. Zwei nebeneinander und das geht bis zu 6 Fahrzeugen. Wenn ich jetzt so etwas bauen will, brauche ich eine spezielle Baugenehmigung oder geht das relativ einfach? Baugenehmigung, es ist genehmigungspflichtig, weil Sie ja in den Untergrund mit eingreifen. Aber da müssen Sie immer beim zuständigen Bauamt sich erkundigen, wie da die Auflagen sind. Wir hatten vor einiger Zeit schon mal einen Beitrag zu diesem System. Da war im Internet, gab es bei YouTube eine Frage. Ja, wenn ich das jetzt draußen mache und es regnet ganz stark, was passiert dann? Es will ja keiner, dass das Auto unter Wasser steht. Es ist natürlich, dieses System geht natürlich nicht saugend schmatzend in den Boden rein. Sie haben immer einen Spalt, wie man hier auch erkennt. Wenn es draußen aufgestellt wird, muss natürlich das Oberflächenwasser abgefangen werden über so eine Birkenrinne. Ja. Und natürlich muss im System selber im Grubenbereich eine Entwässerung sein mit einer Hebeanlage, dass ich die Feuchtigkeit da rausbringe oder das Wasser rausbringe. Wo liege ich jetzt preislich, wenn ich mich für so ein System interessiere? Preislich kommt immer auf die Ausstattung drauf an, was für ein Schnickschnack noch dabei ist, aber als Richtpreis um die 27.000 Euro. Okay, dann gibt es ja auch eine Garage, wo ich zwei Autos reinbringe. Hört sich auch total cool an, sage ich, ich habe eine Garage mit zwei Autos. Was ist das jetzt für ein System? Das ist jetzt ein normaler Garagenstellplatz, aber zweifach genutzt, weil Sie auch einen Grubenbereich haben. Und Sie können dann auf zwei Plattformen dementsprechend Ihre Fahrzeuge unabhängig voneinander bewegen. Jetzt hat aber nicht jeder gerade vor, eine neue Garage zu bauen, sondern manche haben eine Garage. Ja. Kann ich das System auch nachrüsten? In dem Fall ist es ein bisschen schwer, eine Grube in eine bestehende Garage einzubringen, weil die Kosten würden wahrscheinlich einen auffressen. Ja. Aber dafür haben wir dann wieder andere Systeme, die ebenartig aufzustellen sind, wo ich baulich eigentlich nicht mehr eingreifen muss. Das müssen natürlich Voraussetzungen gegeben sein, Deckenhöhe muss da sein. Ja. Und dann muss man sich im speziellen Fall das immer anschauen, aber dafür sind wir da. Wo liege ich jetzt da ungefähr preislich? Preislich liegen wir bei so einem System, reine Maschine, zwischen 11.000 und 12.000 Euro. Kommt auch immer auf die Ausstattung drauf an. Herr Röllig, vielen herzlichen Dank für die Informationen. Gerne. Liebe Zuschauer, und wir wechseln jetzt das Thema und bei uns geht es jetzt weiter mit Smart Gardening. Jeder will einen schönen Garten, aber wenn es natürlich so ein Sommer ist, ist zum Beispiel auch das Gießen relativ schwierig. Was heute alles möglich ist im Garten, das sehen Sie jetzt. Das ist ein Garten wie aus dem Bilderbuch. Grüner, gleichmäßig geschnittener Rasen. Prachtvoll blühende Stauden und Blüten, doch damit er immer so aussieht, sind viele Arbeitsstunden notwendig.
Die immer wiederkehrenden, oft lästigen Arbeiten lassen sich aber auch mit Hilfe von intelligenten Lösungen wie von Zauberhand erledigen. Das Zauberwort heißt Smart Garden. Was das bedeuten kann, lasse ich mir heute in Karlsruhe zeigen. Smart Garden kennen viele Leute noch nicht so, ist aber ein ähnliches Thema wie ein Smart Home. Ich kann viele Prozesse automatisieren, sodass ich mich nicht mehr so exzessiv um das Mähen des Rasens, um die Bewässerung kümmern muss, kann viele Prozesse automatisieren und kann das aber auch alles per Smartphone oder per Tablet steuern. Der Vorteil ist einfach, es nimmt mir viel Zeit ab. Ich werde nie 100% auf die Gartenarbeit verzichten können, aber einfach 90% der Arbeit kann ich durch Roboter, durch intelligente Systeme sparen. In welchen Bereichen die Digitalisierung des Gartens sinnvoll ist, bekomme ich heute an 5 Beispielen gezeigt. Smart Garden Etappe Nummer 1 ist die Bewässerung. Beim Rasen ist zu beachten, dass die Bewässerungsanlage den richtigen Startzeitpunkt hat. Wichtig dabei früh morgens, nicht tagsüber und auch nicht abends. Warum nicht abends? Wenn die Sonne weggeht und der Rasen feucht ist, habe ich das optimale Klima für Pilze. Deswegen morgens. Der Rasen kriegt Wasser, kann aber oberflächlich tagsüber abtrocknen. Und dann sollten Rasenflächen ungefähr 10 Minuten morgens bewässert werden. Das auch nicht jeden Tag, damit man den Rasen einfach erzieht, dass er nicht verwöhnt ist, dass er jeden Tag Wasser bekommt, sondern einfach auch tiefer wurzelt. Wenn dann die ganze Installation, Planung abgeschlossen ist, dann habe ich die Möglichkeit, das mit meinem iPad oder mit meinem Smartphone zu steuern. Intelligente Lösungen nehmen zahlreiche Arbeiten ab, auch im Urlaub. Aber auch das Mähen lässt sich automatisieren. Smart Garden System Nummer 2, der Mähroboter. Optimal ist es eigentlich immer, den möglichst häufig, wenn man per Hand mäht, circa einmal die Woche bis zweimal die Woche zu mähen. Gibt da so eine kleine Faustregel, die 5-Finger-Regel. Wenn ich 4 Finger habe, muss ich unbedingt mähen. Und ich sollte nie mehr als eine Fingerspitze, also eine Fingerbreite, auf einmal wegmähen. Und optimal Rasenhöhe ist so zwischen 2 und 3 Fingern. Mit der Smart Garden Technik Nummer 3 geht es komfortabel weiter für Poolbesitzer. Hier lassen sich Heizung, Licht und Whirls mit einem Tablet oder einer Fernbedienung steuern. Und mit Tipp Nummer 4, dem Putzroboter, lassen sich gleich noch aufwendige Putzarbeiten im Pool abnehmen. Er saugt Boden und Seitenwände nach einem regelmäßigen Raster ab und befreit sie von Algen und Schmutz. Ebenfalls eine innovative Idee für Musikfans ist Smart Garden System Nummer 5. Diese Steinlautsprecher eignen sich für musikalische Begleitung im Außenbereich. Sie sind wasserfest und dank Vernetzung bequem über Smartphone oder Tablet steuerbar. Und das ist dann auch mein Lieblingsgadget, abends hier zu sitzen und dann einfach auch noch Musik anzumachen. Und Musik zu hören. Ein Smart Home muss also nicht an der Haus- oder Terrassentür enden. Auch der Garten kann mit allerhand smarter Technik auf ein neues Gärtnerlevel gebracht werden. Ja, schon spannend, was im Garten heute so mit Smart Gardening alles möglich ist. Wir machen noch mal eine ganz kleine Pause und dann geht es bei uns weiter mit Kinderspielgeräten für den Garten. Und in der Zeit, bis wir uns wiedersehen, spiele ich hier auch noch ein bisschen. Bis gleich. Hallo, willkommen zurück bei Bauen und Wohnen. Ja, und wir gehen jetzt in den Garten, schauen uns aber heute nicht an, wie man vielleicht den perfekten Garten anlegt, sondern jetzt geht es bei uns um Kinderspielgeräte. Welche Möglichkeiten es da gibt und auf was man achten sollte, das seht ihr jetzt. Hier auf dem Spielplatz können sich Kinder so richtig austoben. Ob Sandeln, Schaukeln oder Klettern, jeder kann das machen, was ihm am meisten gefällt. Bei manchen Familien müssen die Kinder aber gar nicht erst auf einen Spielplatz gehen. Viele haben heutzutage diesen bereits im Garten. Hier kann der eigene Spielplatz individuell zusammengestellt werden. Traditionell und immer noch beliebt ist und bleibt der Sandkasten. Die Sandkästen an sich werden einfacher. Viel Wert darauf wird gelegt, dass man eine Abdeckung über Nacht hat, gegen Katzen zum Beispiel. Bei manchen Sandkästen ist die Abdeckung bereits integriert. Wenn ich diese Abdeckung abnehme, habe ich gleich eine Sitzbank. Ist ganz geschickt. Wir empfehlen bei diesem Modell oder generell bei Sandkästen keine Folie reinlegen, mit Sand aufschütten, denn die Kinder graben sowieso so tief, wie sie möchten.
Wem Sandeln allein nicht reicht, der kann sich auch einen Kletterturm mit Rutsche in den Garten stellen. Auch hier gibt es die verschiedensten Modelle. Es gibt spezielle Rutschen, wo ich zum Beispiel einen Wasseranschluss tätigen kann. Generell bei Rutschen würden wir eher eine Farbe empfehlen, die Richtung Blau geht. Grün, Gelb ist nicht so zu bevorzugen. Es zieht ganz gern mal die Insekten an. Generell sollten alle Spielgeräte einmal im Jahr auf ihre Sicherheit hin überprüft werden. Um die Sicherheit beim Schaukeln zu gewährleisten, muss nicht nur genügend Abstand um die Schaukel sein, hier kommt es auch auf die richtige Befestigung an. Wichtig zur Stabilität ist zum Beispiel die Verankerung im Boden hier mittels solcher speziellen Anker. Ist natürlich immer ein bisschen situationsbezogen auf den Boden. Hier gibt es 2, 3 verschiedene Arten. Bei Schaukeln würde ich auch immer schauen, ob sie eine Teflon-Gleitlager-Rolle haben. Wenn ich hier kein Gleitlager hätte oder aus billigem Plastik, dann ist der Schaukelvorgang zackig und nicht an einem Stück flüssig. Ebenfalls schaukeln kann man heutzutage sowohl draußen als auch drin in Hängematten. Die gibt es für jedes Alter. Die Babyhängematte ist für die ganz, ganz Kleinen, so frisch geschlüpft, sage ich immer, also neu geboren, möglichst früh, weil die aus dem Mutterleib rauskommen und die Rundung gewohnt sind, geht bis ungefähr einem Jahr. Dann kommt die Hängehöhle. Das ist für Kinder ungefähr ab 2 Jahren aufwärts bis 8, 9 Jahre. Tolles Rückzugsgebiet, Kuschelhöhle, was zum Lesen oder ganz wild turnen. Die ist unheimlich stabil. Man kann auch toll schaukeln. Dann gibt es noch die Hängematte zum Liegen. Die zeige ich Ihnen gerade mal offen. Die befestigt man rechts und links an der Wand. Und da kann man richtig drin liegen, im Gegensatz zum Hängestuhl. Ist es rein zum Liegen gedacht? Die gibt es in 3 verschiedenen Größen. Diese kann von größeren Kindern und Erwachsenen benutzt werden. Wer lieber etwas ruhiger spielen möchte, der hat heutzutage auch bei Holzspielzeug eine große Auswahl. Auch hier muss vor allem bei Spielzeug für kleine Kinder auf die Sicherheit geachtet werden. Holz ist die reine Natur. Also ich achte nicht nur auf Holz, ich achte auch auf die Farben, die Materialien, wie es behandelt ist. Die Farben müssen, sage ich immer, essbar sein. Man spricht oft davon, speziell bei Holzspielzeug, ja, das ist speichelfest. Speichelfest können wir überhaupt nicht sagen, weil jeder von uns hat einen anderen Speichel. Die sind ja gar nicht getestet, weil wir daran erkannt werden. Deshalb achte ich wirklich darauf, dass sie essbar sind. Also wenn was abgehen sollte, kein Thema. Ob Spielzeug für drin oder für draußen, die Sicherheit steht immer an erster Stelle. Deshalb raten unsere Experten auch dazu, Spielzeug lieber im Fachhandel zu kaufen. Denn hier gibt es neben der persönlichen Beratung auch noch die Möglichkeit, alles anzuschauen und anzufassen. Immer schön zu sehen, wenn die Kinder im Garten einfach Spaß haben. Ja, liebe Zuschauer, das war's für heute wieder mit Bauen und Wohnen. Ich würde mich freuen, wenn ihr kommende Woche wieder einschaltet. Dann hat die Redaktion diese Themen für euch. Ciao! Abends wird's jetzt schon früher dunkel. Ideale Zeit, eine Lichterkette zu basteln, um die letzten Abende im Garten noch zu genießen. Ihr sucht ein klassisches Einfamilienhaus für eure kleine Familie? Wir stellen euch einen weiteren Fertighausanbieter vor.